Hi, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir gucken uns in diesem Video ein Beispiel zu einer binomial verteilten Zufallsvariable an. In diesem Beispiel geht es um eine Katze, die trächtig ist und bald 8 Jungtiere austragen soll. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Jungtier weiblich ist, beträgt dabei 50%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nicht weiblich, sondern männlich ist, ist ebenfalls 50%. Die Frage ist jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 4 weibliche Kätzchen geboren werden? So, jetzt müssen wir erstmal feststellen, dass es sich hierbei um ein Bernoulli-Experiment handelt, beziehungsweise um eine Bernoulli-Kette. Du kannst dir so vorstellen, wir haben die Katze, die nacheinander jetzt diese 8 Jungtiere auf die Welt bringt. Bei jedem Jungtier, das auf die Welt kommt, liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es weiblich ist, bei 50%. Genau. Die eine wichtige Eigenschaft ist, dass uns nur interessiert, ob das Jungtier weiblich oder männlich ist. Das heißt also, wir haben nur 2 Ergebnisse, die uns jeweils interessieren, die wir eben betiteln können als Erfolg bzw. Misserfolg. Außerdem ist es so, dass das Geschlecht von einem Jungtier keinen Einfluss darauf hat, welches Geschlecht das nächste Jungtier haben wird, das auf die Welt kommt. Und die Wahrscheinlichkeit bleibt stets gleich. Das heißt also, beim ersten Tier ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass es weiblich ist. Genauso auch beim zweiten, dritten und vierten, fünften, sechsten, siebten und achten Tier, das auf die Welt kommt. Genau, das heißt also, erstmal musst du feststellen, dass die Zufallsvariable X, die uns jetzt die Anzahl der weiblichen Kätzchen im Wurf angeben soll, binomial verteilt ist. Das heißt, dass das zugrunde liegende Zufallsexperiment eben eigentlich eine Bernoulli-Kette, aus einer Bernoulli-Kette besteht. Das heißt also aus einem Bernoulli-Experiment, das eben mehrmals wiederholt wird, hier eben 8-mal. Genau, das heißt also, wir müssen schon mal festlegen, wie sind unsere Parameter N und P. N ist die Anzahl der Wiederholungen des Experiments. Das Experiment besteht sozusagen immer daraus, ein Tier kommt auf die Welt, welches Geschlecht hat es? Das heißt also, da wir 8 Jungtiere haben, die auf die Welt kommen werden, ist die Anzahl N der Wiederholungen 8. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eben weiblich ist, liegt bei 0,5. Das heißt, wir betiteln jetzt eben als Erfolg, wenn das Kätzchen weiblich ist, und als Misserfolg, wenn es eben männlich ist. Okay, die Aufgabe war, die Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen, dass eben Groß X gleich 4 ist, also dass wir eben 4 weibliche Kätzchen haben. Wir können das wieder so schreiben, da die Zufallsvariable X eben binomial verteilt ist, können wir schreiben B von 4, das ist jetzt die Anzahl der Treffer. Dann dieser Strich, die Anzahl der Wiederholungen, das war bei uns 8, also n. Und dann eben die Erfolgswahrscheinlichkeit, klein p, das war bei uns 0,5. Und dann benutzen wir eben die Formel bei der Binomialverteilung. Das heißt, wir rechnen eben n über k, das heißt 8 über 4, mal p hoch k, bei uns ist das 0,5 hoch 4, mal 1 minus p hoch n minus k. 1 minus p ist hier 1 minus 0,5, n minus k ist hier 8 minus 4, also 4. Das Besondere ist jetzt, dass 1 minus 0,5 hier wiederum 0,5 ergibt. Das heißt, wir haben hier eigentlich 0,5 hoch 4 mal 0,5 hoch 4, also insgesamt 0,5 hoch 8. Wenn du das ausrechnest, zum Beispiel mit dem Taschenrechner, kommst du dann auf den Wert 0,2734. Was eben bedeutet, mit einer Wahrscheinlichkeit von 27,34% enthält der Wurf 4 weibliche Kätzchen und damit entsprechend 4 männliche Kätzchen. Okay, eine andere mögliche Frage könnte es auch sein, dass man überlegt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man 3 bis 5 weibliche Kätzchen bekommt. Dazu muss man überlegen, okay, darunter fällt das Groß X, also die Zufallsvariable, den Wert 3 annimmt, den Wert 4 und den Wert 5 oder den Wert 5. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Groß X zwischen 5 und 3 liegt, wobei 5 und 3 eben noch mit eingeschlossen sind, deswegen hier immer die größer Gleichzeichen, besteht dann aus der Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert 3 annimmt und der Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert 4 annimmt und eben dafür, dass x den Wert 5 annimmt.
Diese einzelnen Wahrscheinlichkeiten kannst du jeweils exakt mit dieser Formel bestimmen. Da musst du eben hier das K anpassen. Also statt 4 haben wir einmal 3, einmal haben wir auch 4 und einmal 5. Du erhältst jeweils diesen Wert, also das ist die Wahrscheinlichkeit für x gleich 3, für x gleich 4 und für x gleich 5 und addiert ergibt das dann ungefähr 0,711. Das heißt also, mit einer Wahrscheinlichkeit von 71,1% haben wir 3 bis 5 weibliche Jungtiere im Wurf. Das heißt also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Okay, man könnte jetzt die Wahrscheinlichkeit für die Anzahl der weiblichen Tiere für alle Werte von 0 bis 8 bestimmen. Wieder über diese Formel. Statt 4 hätten wir dann alle Werte von 0 bis 8 einmal durch. Das wären dann insgesamt 8 verschiedene Prozentangaben, die man bestimmen könnte. Und das Ganze könnte man visualisieren in so einem Diagramm, wie ich das hier gemacht habe. Das heißt also, hier habe ich die Wahrscheinlichkeitsverteilung nochmal als Balken oder als Säulendiagramm dargestellt. Das heißt also erstmal hier unten aufgelistet, welche Werte, oh, da fehlt einer, welche Werte kann meine Zufallsvariable überhaupt annehmen? Das sind alle Werte von 0 bis 8. Und entsprechend die Wahrscheinlichkeit jeweils dafür habe ich dann eben nach oben hin aufgetragen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert 0 annimmt, das heißt, dass 0 weibliche Jungtiere unter diesen 8 Jungtieren sind, die liegt nahezu bei 0%. Kannst du sehen, die Säule ist ganz, ganz klein. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eben genau ein weibliches Jungtier unter dem Wurf ist, ist auch relativ klein. Ich glaube, hier sind wir bei 0,3% so ungefähr und so weiter. Was du aus diesem Diagramm ablesen kannst und was typisch für Binomialverteilungen ist, ist, dass eigentlich dieses Diagramm hier symmetrisch ist. Das heißt, die zwei Wahrscheinlichkeiten sind gleich groß, die beiden hier, die hier und die hier. Das kann man auch mathematisch beweisen. Das kommt einfach durch diese Formel zustande. Darauf möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Aber das ist schon mal charakteristisch, und was man ebenfalls hier sehr schön ablesen kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit oder dass der wahrscheinlichste Fall, der eintreten kann, eben der Fall ist, bei dem die Säule entsprechend auch am höchsten ist, und es ist der Fall, dass wir eben genau 4 weibliche Jungtiere im Wurf haben. Das kannst du also aus diesem Diagramm ablesen, und der Erwartungswert, den man bestimmen kann, sagt uns eben genau dasselbe. Also der Erwartungswert bei einer Binomialverteilung, der setzt sich ja zusammen aus n mal p, das ist in unserem Fall 8 mal 0,5, was 4 ergibt. Das heißt also, wenn man dieses Experiment sehr häufig wiederholen würde, dann könnte man im Durchschnitt eben 4, also für die Zufallsvariable den Wert 4 erwarten, was eben bedeutet, dass man 4 Jungtiere hätte. Und genau das spiegelt eben auch unser Histogramm eben wieder, dass die Wahrscheinlichkeit am größten für x gleich 4 ist. Das heißt, dass dieser Fall am ehesten eintreten wird. Die Varianz v von x kann man dann ebenfalls berechnen über die Formel, entsprechend bei der Binomialverteilung n mal p mal 1 minus p. Das ergibt hier 2, und die Standardabweichung Sigma von x ist eben die Wurzel aus der Varianz, also hier eben die Wurzel aus 2. Genau, also es ist ganz wichtig, dass du mal so ein Histogramm gesehen hast. Manchmal bekommst du das in Aufgaben auch gegeben, musst es dann vielleicht interpretieren. Das heißt also, du kannst, wie ich dir jetzt hier erklärt habe, aus dem Histogramm schon ablesen, wo der Erwartungswert liegen wird. Das ist so, ja, das Wichtigste eigentlich dabei, würde ich sagen. Und genau, das war es dann erstmal zu diesem Beispiel mit den Katzen und zur Binomialverteilung. Hat mich sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Sei auch gerne das nächste Mal wieder dabei. Bis dann.